Ahoi und willkommen zu einem Video. Erst hast du kein Glück, dann kommt Pech dazu. Ihr wisst, was ich meine. Erst hat es geregnet, zwei Wochenenden. Dann war ich krank und musste mich jetzt erstmal so ein bisschen mit der Lunge davon erholen. Will aber jetzt nochmal bei diesen super warmen Temperaturen Ende Oktober nochmal aufs Fahrrad und noch ein bisschen fahren, solange das geht. Ja, ich bin nochmal an diesen einen Secret Spot gefahren. Will hier noch mal ein bisschen probieren, was noch geht vorm Winter. Alles voll mit Laub. Man sieht jetzt weder Steine noch Wurzeln. Bin mal gespannt, wie das gleich klappt, aber das werdet ihr ja gleich sehen. Also, so, dann wollen wir mal gucken, wie das mit dem ganzen Laub funktioniert. Der Weg da rein war schon mal Mist. Naja, erstmal so ein bisschen antasten. Aber okay, fangen wir ganz oben an. Erster Abschnitt. Wie schon gesagt, viel Laub, scheint recht rutschig zu sein. An manchen Stellen habe ich beim Hochlaufen mit den Füßen schon gemerkt, wie glatt es ist. Ich denke, zu einer anderen Jahreszeit würde das alles, loses Gestein, würde das alles noch besser funktionieren. Ja. Ein kleines Roadgap. Und wie man sieht, liegt hier überall Laub, was zum Teil auch echt noch nass ist. Deswegen bin ich jetzt mal ein Ticken langsamer unterwegs. Mal auf den mittleren Abschnitt. Viel zu langsam. Für den auch. So, hier war eigentlich so ein Steinfels drunter. Und da sind wir bereits auf dem letzten Abschnitt. Da gibt es nur etwas größere Jumpline. Ich fahre jetzt die kleinere. Die mir aber auch richtig Spaß macht. Und wieder die Bremse betätigt kurz. So, ich bin noch in dem unteren Teil. Ich filme jetzt hier mal so ein paar junge Locals. Da sind wir am Ende vom Video angekommen. Hat heute mal wieder richtig viel Spaß gemacht auf diesem Secret Spot. Leider darf ich euch immer noch nicht verraten, wo es ist. Richtig gut. Ich hätte gedacht, dass das schlimmer ist mit dem Lauf, aber es macht richtig Laune. Und ihr wisst, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.